So, und damit herzlich willkommen zurück bei Moowind. Ja, ich habe bereits eine Runde aufgenommen mit dem Endeffekt. Das Mikrofon hat wieder nicht so richtig das getan, was es hätte tun sollen. Naja, gut. Das heißt, ich spiele jetzt eine Folge nochmal, weil ich zum Glück nichts überspeichert habe. So, und man sieht hier, man sieht ja da, es ist alles ein bisschen rot hier. Und damit wir nicht zweimal heilen müssen, mache ich mal ganz kurz hier die ganzen Festigungssachen aus. So, dich auf. Gut, okay, das hätten wir jetzt dann ausziehen müssen, egal. So. So, dich noch. Wie man sieht, da unten haben wir jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeug, außer unseren Immunitäten. Das ist ganz praktisch. So, dann brauchen wir Löwezauber mit Attributen Restoren. Updido. Juhu, Wiederherstellung. So, das ist damit auch erledigt. Dann ziehen wir uns mal geschwind wieder an. Ja. Updido. Die Hose hätte ich gerne noch angezogen. Das Hemd. Das gute Ding hier. Löhring und Löhring 2. Jetzt müssten wir alles wieder anhaben, was wir brauchen, ne? Ja. Würde sagen, schon. Die ganzen Pest- und Krankheitsheilentränke habe ich übrigens auch schon aus dem Inventar entfernt. Weil die brauchen wir jetzt nur wirklich nicht mehr. So, jetzt haben wir auch wieder unsere große Leiste. So. Hier nehmen wir mal nur 5 Stück mit. Dann reparieren wir auch gleich mal. Gut, nur das eine Ding. So. Dann schlafen wir eine Runde. So. Sehr gut. So, dann speichern wir. Ups, nicht laden. Speichern bitte. So, speichern. Speichern. Und er speichert. So. Was für euch jetzt interessant ist. Wir wollen uns ja hier ein kleines neues Häuschen bauen. Ich werde jetzt erstmal in Alterun eins bauen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Construction Kit etwas doof aufzunehmen ist. Weil es immer mal wieder abschmiert und insgesamt alles sehr, sehr langwierig ist, würde ich sagen, ich kann euch das gerne mal in einem Stream zeigen, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, lasse ich es, ist mir ziemlich wurscht. Auf jeden Fall bin ich gerade munter am Bauen. Und zwar soll hier in Alterun ein kleines neues Häuschen entstehen. Das gute Ding steht zumindest in der Theorie schon hier dann. Interieur fehlt noch komplett, aber zumindest die Tür funktioniert schon mal. Ich bin sehr stolz auf mich, dass das Ding funktioniert. Bitte. Okay. Ja, auf jeden Fall. Die Idee ist auch, hier solche Blumentöpfe mit nachwachsenden Dingern reinzustellen. Weil die Dinger können wir ja immer mal gebrauchen, ne? Dann einen kleinen Händler eventuell mit reinzustellen. Mädel, du fliegst, ne? Na gut. Okay, scheiß auf diese 2 Punkte von dieser Tuse. Ja. Also wenn es euch doch noch interessieren sollte, kann ich das gerne irgendwann mal im Stream zeigen, wie das Construction Kit funktioniert. Ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Lass du mich mal bitte hier durch. Wir möchten zu Caius. Wir haben Corpus überstanden und jetzt möchten wir Caius zeigen, wie toll wir doch sind. So, komplett nicht mehr ansteckend und geheilt. Hallo, lass mich durch. Danke. So. Ja. Also vom Interieur mal schauen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. So. Dupdidu. Nachdem ich das ja jetzt schon gerade gespielt habe, geht das natürlich jetzt einen Ticken schneller. Wenn wir nicht an irgendwelchen NPCs hängen bleiben. So. Das heißt, in dem Wissen, dass wir gleich auch noch 2 Rollen göttlicher Eingriff brauchen, werde ich die gleich direkt mit besorgen.
beziehungsweise die kostenlos Variante nehmen, nämlich bei der Magiergilde. Ihr scheint eine gute Gesellschaft zu sein. Hallo der Herr, wir speichern einmal. Hallo Caius. Ich danke euch für euren Bericht. Ich freue mich, dass ihr geheilt wurdet. Leider habe ich schlechte Neuigkeiten erfahren. Ich wurde in die Kaiserstadt zurückberufen. Ihr erhaltet eine Beförderung zum Speer und bis zu meiner Rückkehr hier in Wadenfell sollt ihr die Klingen anführen. Ich habe hier nur gewartet, um euch vor meiner Abreise letzte Anweisungen zu erteilen. Yay! Das macht euch zum hochrangigsten Agenten der Klingen hier in Wadenfell. Soviel ich weiß, es könnten sich natürlich andere Agenten hier befinden. Das würde mich nicht wundern. Ich werde vermutlich einige Zeit wegbleiben und ihr werdet Ausgaben haben. Hier ist etwas Gold. Na gut, so viel ist es jetzt irgendwie doch nicht, aber gut, egal. Das würde mich nicht... Ach nee, hör, eine Zeile versprungen, egal. So, ihr könnt außerdem so lange das Haus bewohnen und ich werde, solange ich in Cyrodiil weile, diese Sachen oder den Ring nicht brauchen. Vielleicht werden sie euch von Nutzen sein. Passt gut darauf auf. So, gehen wir mal kurz ein bisschen durch. Befehle. Folgt weiter den neriverinischen Prophezeiungen, wie es der Kaiser befiehlt. Geht zuerst zur Halle der Weisheit und Gerechtigkeit und bittet Mera Milo, euch bei der Suche nach den verlorenen Prophezeiungen zu helfen. Sie wird beobachtet. Falls etwas schiefgegangen ist, geht zu ihren Privatgemächern, wo ihr eine Nachricht mit dem Codewort Amaya finden werdet. Bringt die verlorenen Prophezeiungen dann zu Nibani. Von da an müsst ihr ihren Anweisungen und den Prophezeiungen folgen. Viel Glück. Yay. Et Teman, auch Flinkfinger Eddie oder Eddie die Ratte genannt, ist ziemlich einmalig ein ehemaliger Zauberer der Telvanni, der sich dem Kaiservolk angeschlossen hat und der Magiergilde beigetreten ist. Er ist ein facettenreicher, aber unzuverlässiger Charakter und eine unschätzbare Quelle für Insiderinformationen über das Fürstenhaus Telvanni. Er besitzt ein kleines Haus hier in Malmora. Gut, den hätten wir irgendwann früher mal gebraucht, jetzt inzwischen nicht mehr. So. Mal schauen. Hat du noch irgendwas für uns? Ich glaube tatsächlich nicht mehr. Okay. Na dann, mach's gut. Die Ausbildungsdinger, die er hier hat, ich glaube, irgendeins davon kann er tatsächlich auf 100 ausbilden. Das geht so natürlich nicht mehr, denn sobald wir dieses Haus verlassen, wird der Herr hier weg sein. Na gut, dann wünsche ich gute Reise, gutes Gelingen, bitte stirb unterwegs nicht, weil viel an hast du jetzt ja nicht so, ne? Na gut. So, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf. So, einmal nach Vivek und schauen, was die gute Milo macht. Und vor allem, wie es ihr geht. So, Magiergilde. Ja. Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Ich möchte nicht mit dir sprechen. So, ja. Einmal teleportieren. Jetzt bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, was ich jetzt überhaupt zu dem neuen Häuschen, das ich bauen werde. Mit Vergnügen, bitte sprecht nur. Was ich da jetzt groß reintun möchte. Ein Bett soll's auf jeden Fall rein. Oh Gott, jetzt steht sie hier wieder so kacke. Ach, Gott sei Dank. Einmal durchbacken. Bin aber auch doof, ne? Wobei, nee, wir hätten eh hierher gemusst. Das heißt, das ist in Ordnung, dass ich das gemacht habe. Das heißt, jetzt einmal eine Runde Almschen. Tschüss. So. Dann wollen wir doch mal schauen, wo unsere gute Milo ist. So. Halle der Weisheit. Hier dürfte die Bibliothek sein. Ja, yep. Sehr gut.
Willkommen. So. Was kann Hi. Ich für euch tun? Euch herzlich willkommen. Mal schauen. Hier stehen tut's ja nicht mehr. So, jemand bestimmten. Mal gucken, ob wir hier nach der guten Milo fragen können. War ein Stückchen zu weit. Ja. Sie arbeitet hier in der Bibliothek. Falls sie im Moment nicht hier ist, dann könnt ihr sie sicher in ihren Privatgemächern finden. Ihre Tür ist gegenüber der des Kanonikats hier in der Halle der Weisheit. Hm. Kanonenfürst, ne? Willkommen. Keine Ahnung, Mir wer das war sein fast, soll. Als würde ich euch kennen. Halle der Weisheit? Gemächer? Mal schauen. Sind hier Gemächer? Bibliothek? Ah, Kanoniker-Quartiere. Das heißt, da waren wir wohl irgendwie schon mal drin, ne? Ups. Oh ja. Hm. Die gute haben wir irgendwie schon mal, Ja. Ups. Naja, gut. Eine Nachricht für Amaya. Amaya, ich bedauere, euch verpasst zu haben. Ich hatte einige alte Dokumente zum Untersuchungsrichter im Ministerium der Wahrheit zu bringen und werde wahrscheinlich eine Weile dort beschäftigt sein. Warum stoßt ihr nicht zu mir, sobald ihr könnt? Dann können wir zusammen abreisen, sobald ich fertig bin. Und Amaya, vergesst nicht, mir die beiden Schriftrollen des göttlichen Eingriffs, die ihr euch geborgt hattet, zurückzubringen. Oder solltet ihr sie gebraucht haben, kauft mir ein paar neue. Ich denke, ich werde sie in Kürze brauchen. Janant Mauline bei der Magiergilde im Fremdenviertel hat immer welche vorrätig. Alvela Saram ist die Wache am Eingang. Sagt ihr einfach, ihr sucht nach mir, dann wird sie euch einlassen. Eure Freundin Mera. PS, ich ließ ein paar Levitationstränke hier für euch, nur für den Fall. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ihr den Zauberspruch kennt oder nicht. Also nahm ich ein paar aus dem Lager. Na komm, nehmen wir mit. Bevor ich irgendwas mal wieder vergesse. Ja. Gut, die gute ist nicht da. Die Levitationstränke haben wir irgendwie ein andermal schon mitgehen lassen. Hm. Na gut. Sie braucht sie ja nicht mehr, wenn bräuchten wir sie. Oder auch nicht. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Schriftrollen mitgenommen habe. Denn die Gute hat ein kleines Problem. Die sitzt nämlich da oben fest. Hier in dem Ministerium, dem fliegenden Brocken da oben. Wir wollen jetzt einmal kurz hochfliegen. Oh, Flugbegleiter. Ah, wir können auch einmal kurz gucken, was sind denn das hier? Kahles schwarzes Hemd, festigen Schleichen und festigen Chamäleon. Naja, gut. Was für einen Ring hat er uns da noch gegeben? Glück und Sicherheit. Naja, gut. So. Eine Runde fliegen. Gucken wir, ob es reicht. Ah, mit einer Ladung. Hallo, Saram. Willkommen. Ideal. Ihr seid wir hier fast zu einer Legende geworden. Mal. Bitte sprecht. So. Ich habe eindeutig das Gefühl, dass die Sachen etwas hübscher ausschauen. Irgendwie so ein bisschen smoother. Ne? Immerhin habe ich jetzt auch einen kleinen Zusatz für die, für das Ganze mit eingebaut. Ich muss den Namen gleich mal schauen. Dann kann ich euch den in der nächsten Folge gleich mitteilen. Aber jetzt erst einmal reden wir mit Saram.
Ich habe auch das Gefühl, dass es insgesamt sehr viel schöner läuft. Hätte ich das mal früher gewusst, ne? So, es tut mir leid. Pilger sind im Ministerium nicht erlaubt. Ich muss euch bitten, zu gehen, aber ihr seid doch nicht etwa hier, um jemanden zu besuchen, oder? Mera sagte, dass ihr kommen würdet. Ich werde sagen, dass ihr mich verhext und meinen Schlüssel gestohlen habt. Öffnet alle drei Außentüren. Ihr solltet die obere Hintertür nehmen. Ihr werdet noch weitere Schlüssel für die Türen im Inneren benötigen. Sucht nach ihnen. Niemand trägt sie im Dienst bei sich. Mera befindet sich in der Zelle rechts außen. Mera sagte, dass ihr Schriftrollen für die Flucht mitbringen sollt. Einige von uns sind den abtrünnigen Priestern wohlgesonnen. Aber wenn ihr einen Ordinator tötet, werdet ihr diese Sympathie verlieren. Ihr seid im Tempel von Rang. Vielleicht werdet ihr euch durchmogeln können. Hier, der Eingangsschlüssel. Geht nun. Okay. Eine Runde speichern. Oh. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir schleichen mal hier ein bisschen herum. Mal schauen, ob wir hier mit Gemüse weiterkommen. Okay, das hat funktioniert, das freut mich. So. Was wollt ihr? Sicher, dass das egal ist? Okay, Entschuldigung. Gehen wir jetzt nicht unbedingt hin. Was ist, wenn wir einfach an dem vorbeilaufen? Bis jetzt greifen sie uns nicht an. Bis jetzt sind wir auch noch nicht aus dem Tempel rausgeflogen, glaube ich. Schaut zur Sicherheit nochmal. Nö. Was wollt ihr? Nix. Okay. Gut, mal schauen, was das hier ist. Oh. Tür nach draußen. Okay, gut. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Aber immerhin. So. Gehen wir hier nach oben. Da rechts war nämlich jemand. Mal schauen, wo wir hier landen. Gefängnisse. Was wollt ihr? Ein Krieger. Hi. Und zwar in dem Augenblick, wo wir diese Tür durchtreten haben. Wir sind aber nicht aus dem Tempel rausgeflogen, solange wir niemanden angreifen, würde ich sagen. Glaube ich. Vielleicht. So. Wir machen einen interessanten Move. Na gut. Nicht ganz so
smooth, wie ich mir das gerade erhofft hatte. Öffnen sollten wir das Ding vielleicht doch auch noch. Mist. Ja, das hat jetzt super funktioniert. So. Okay, die scheinen uns hier nicht reinzufolgen. Das finde ich super. Ach, da nehmen wir mit. Brauchst du gleich sowieso nicht mehr. Wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Hallo, Milo. Na, wie geht's? Habt ihr die göttliche Eingriffsrollen? Ich will fliehen und habe einen Plan. Caius ist zur Kaiserstadt zurückgekehrt. Er sagt, er sei abberufen worden. Ich weiß nicht recht. Ich bin nie sicher, was er wirklich denkt. Ich glaube, er hat seine Finger in einer geheimen und gefährlichen Angelegenheit. Ich hatte gehofft, dass er uns helfen würde. Nun ist er fort. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Dädra an Tribunal. Dädra, gute Dädra. Ne, gute Dädra kennen wir schon. Gut, Mephala ist jetzt so ein Mischmasch-Ding, aber gut. Ist ja wurscht. Sargott-Uhr ist kacke. Die Rolle. Große Heilige, einfache Heilige, große Heilige. Heilige Heilige. Ach du meine Güte, die kann uns ganz schön viel sagen. Wir können jetzt nicht reden, aber im Apographa der verborgenen Lehre des Tempels wird mehrmals ausführlich auf die verlorenen Prophezeiungen verwiesen. Also auf Prophezeiungen, die die Arschländer heute nicht mehr kennen, obwohl sie einst von Tempelpilgern und Gelehrten aufgezeichnet wurden. Und ich denke, dass ihr das Gesuchte in den Büchereien in Ulamayan finden werdet. Ein geheimes Kloster der abtrünnigen Priester. Das klingt ja geil. Das Kloster selbst liegt unterirdisch auf einer abgelegenen Insel an der Azura-Küste. Der einzige Zugang wird durch Hügel und Vegetation verdeckt. Es wird außerdem durch einen magischen Schild geschützt, das sich nur bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang öffnet, in den magischen Stunden, die Azura heilig sind. Ui. Na dann. Gucken, ob sie noch irgendwas sagen kann. Höherreise hatten wir schon, neun Götter. Bisschen was zu den Heiligen. Für die Leute, die vielleicht was lesen wollen dazu, einfach auf Pause drücken und sich das Ganze durchlesen. Denn ich bin gerade tatsächlich im Moment ein bisschen... Puh. Meine Stimme dankt es mir, wenn ich das jetzt alles nicht vorlese. Oh. Ich brauche selbst eine göttliche Eingriffsschriftrolle für meinen Plan. Nur damit kann ich fliehen. Wenn ihr noch eine habt, könnt ihr sehr viel schneller und sicherer entkommen. Aber wenn nicht, dann ihr vielleicht einen anderen Weg. Hier ist mein Plan. Gebt mir eine göttliche Eingriffsschriftrolle. Ich werde euch im Geheimkloster der abtrünnigen Priester in Ulamayan treffen. Zur Sicherheit werden wir getrennt reisen. Wenn ihr von hier fortgeht, sucht nach einer Frau namens Blatta Hateria im Osthafen von Ebenerz. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und dass ihr fischen wollt. Sie wird euch mit einem Boot nach Ulamayan bringen. Ich werde euch dort treffen und wir werden die verlorenen Prophezeiungen von Gilvas Barelo abholen, dem Oberhaupt der abtrünnigen Priester. Magie verbirgt den Eingang von Ulamayan. Sprecht mit Vevrana Arion, ein Mönch im Hafen von Ulamayan, über den versteckten Eingang. Okay. Das heißt, wir wollen nach Ebenerz in den Hafen. Mach's gut. Glaube ich. Oder?
Glaub schon, ne? Lebt wohl und viel Glück. Ich würde sagen, wir dürfen gehen. Ich war hier zur Sicherheit jetzt mal. So. Und bevor wir uns auf den Weg machen... Wenn wir die blöde Rolle schon haben, dann benutzen wir sie auch. Würde ich sagen, wir folgen Mera in der nächsten Folge. Ich könnte dieses Goar töten. Die Stiefel sind völlig ruiniert. Wenn das dein größtes Problem ist. Naja, gut. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge wieder.